Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe hier bloß nochmal fix das Inventar ein bisschen gesäubert und alles in die Kisten sortiert und habe hier alle Zutaten drin, die wir jetzt brauchen, um uns die Metmischung gesund herzustellen. Das machen wir jetzt auch gleich. Und zwar haben wir die hier einmal herstellen. Ist schon ganz schön teurer Spaß, sind zwar alles Sachen, die man easy findet, aber man muss sie halt auch erstmal finden. So, das kann hier vor sich her fermentieren, das ist schön. Wir können anscheinend 4 Stück gleichzeitig reinwerfen. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nee, ich dachte gerade, da stand irgendwas mit 1 von 4. Komisch. Dann nicht. So, dann hauen wir hier mal schnell. Warte mal, bei Früchte hatte ich das immer drin. Das und das alles mal wieder rein. 3 Sortlingkerne hatten wir noch in der Kiste. Also haben wir jetzt 7 Stück. Was genauso viel bedeutet, wie wir machen jetzt in die Basis zurück. In die zweite. Und bauen uns jetzt endlich mal einen Kohlenmeiler. Dass das Ding dort auch nochmal rumsteht. Da muss ich nicht die ganze Zeit hier immer alles herstellen und wieder rüber switchen. Ich meine, das mache ich höchstwahrscheinlich eh bloß außerhalb des Let's Plays. Weil das halt doch was sehr, sehr Langweiliges ist. Wir haben sogar noch was drin, aber wir haben keine Kohle. Na, das passt doch gut. Jetzt lasst uns mal kurz schauen. Der Kohlenmeiler, hier ist er. Er braucht noch 20 Stein. Die haben wir bestimmt noch in irgendeiner Kiste rumliegen. Wo? Stein. Da unten ist Stein. Da haben wir es. So, 20 Stück hätte ich gerne. Nein, ich habe daneben gedrückt. Jetzt aber. Und wir können hier mal kurz noch unser Eisen reinwerfen. So. Das heißt, wir haben alles. Das ist halt immer so ein riesiges Teil, was man hier erstmal irgendwo unterkriegen muss. Hier sieht es irgendwie ganz schön beschissen aus. Weil wir hier unseren coolen Steinkreis direkt davor haben. Könnten wir dann halt... Das ist alles zu nah dran. Das müssten wir hier hinbasteln. Nee, das gefällt mir nicht. Wäre zwar eigentlich schon cool, das irgendwie in der Nähe von dem Ding zu haben. Aber ich finde das zu schön, als dass wir das uns irgendwie abbauen. Ach, sieht das schön aus. Im Raum macht es halt auch wenig Sinn. Auf der Rückseite haben wir nicht genug Platz. Naja, wir bauen uns das jetzt erstmal irgendwo hier drüben hin. Und dann wird es halt früher oder später halt mal noch umgebaut. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Wir kriegen ja alle Materialien wieder. Ist das Ding so lang? Ja, wir stellen es jetzt hier hin. Sieht richtig beschissen aus dort. Aber ist egal. Können wir nämlich auch gleich mal das Ding hier noch abbauen. Und hier einmal alles voll mit Kohle werfen. Eine kleine Nixe. Wir die kriegen von hier. Ich habe sogar Giftpfeile ausgerüstet. Ein bisschen OP für die kleine Nixe. Aber wir haben sie bekommen. So, dann können wir hier alles vollhauen mit Kohle. Dass das ordentlich produziert. Und prinzipiell wäre es halt eigentlich auch ganz cool, wenn wir uns dann einfach mal noch hier daneben eine Kiste stellen. Halt auch erstmal alles nur provisorisch. Dass wir die Kohle gleich da reinpfeffern können. Wir holen uns noch schnell hier unser Erlegtes. Wo ist es denn? Das meinte ich eigentlich nicht, aber ich sehe es nirgendwo leuchten und funkeln. Ja, wer weiß. Nee, Möwe, du darfst heute weiterleben. Cool, dann haben wir das. Wir haben endlich einen Kohlenmeiler hier. Müssen uns nicht mehr um den ganzen Scheiß kümmern, dass wir das immer hin und her teleportieren. Und jetzt ist die Überlegung, wir haben noch 2 Sortlingkerne einstecken. So ein Portal hat benötigt, ach genau, 2. Das heißt, wir bräuchten an sich noch 2 Stück davon. Dann könnten wir uns zumindest erstmal hier in die Basis, weil von hier sind wir doch ein Stück weiter weg vom dunklen Wald als von der alten. Können wir uns hier noch ein Portal bauen und dann halt noch eins im dunklen Wald, dass wir da schneller hin und her kommen. Ich sag mal, Sumpfgebiet ist relativ nah dran, aber dunkler Wald halt nicht. Dann baue ich jetzt schon mal das erste. 10 Augen und 20 Edelholz. Ich hoffe mal, dass wir noch genügend Edelholz haben. Oh ja, das sieht gut aus. Ach, ist das schön, wenn man einfach Materialien noch einstecken hat. Und nicht für jedes kleine Fitzel erstmal losrennen muss.
So, das haben wir und 10 so eine Augen, die haben wir bei Sonstiges drin. Hier oben. Dann können wir das nämlich bauen, das gute Portal. Was haben wir denn hier? Ach, der Wächterstein, aber das ist wohl eher nur für Multiplayer interessant. Das, wo keiner deine Gebäude abbauen, verändern kann oder irgendwie sowas stand da mal. Wir packen das einfach hier drüben hin. Und wir setzen jetzt mal dunkler Wald. Ah, es ist eins zu viel. Da machen wir Dunkelwald draus, dann passt es. Mit großem W, damit es auch ein bisschen hip aussieht. Und dann teleportieren wir uns einmal zurück. Ich würde nochmal ganz kurz alles reparieren gehen. Ich bin da mittlerweile irgendwie geprägt davon, auch wenn das natürlich noch 5-mal dunklen Wald ausgehalten hätte. Also 5 Folgen lang da durchbrechen, aber ich mache das jetzt einfach immer regelmäßig. Wir haben noch 14 Minuten ausgeruht, das ist auch okay. Und dann hauen wir uns hier einmal durch, gehen nochmal in den dunklen Wald, gucken nochmal nach einem Dungeon, dass wir nochmal 2 Kerne finden. Jetzt könnten wir eigentlich auch gleich schlau sein. Das bin ich halt nur meistens nicht, Entschuldigung. Wir gehen nochmal zurück, ich nehme gleich noch die 10 Augen und die 20 Edelholz mit. Dass wir das direkt bauen können im dunklen Wald. Sonst müssen wir ja nochmal wieder zurück, das macht ja keinen Sinn. So, 20 Stück hätte ich hier gerne gebraucht. 1x4, vielen Dank. Ein bisschen Holz haben wir auch, um eine Werkbank zu basteln. Auch wenn wir die Augen dort zwar ohne Ende kriegen, wisst ihr, wie es ist. Wenn man es dann einmal braucht, kommen auf einmal keine Grauzwergen mehr. Ich hoffe halt mal ganz stark, dass die unsere Sachen nicht kaputt machen. Eigentlich ist es unlogisch und ich denke auch fast, sie werden es tun. Wenn wir da jetzt einfach einen dunklen Wald zum Portal hinballern, ob die nicht doch früher oder später das mal klein kriegen. Wenn, dann müssen wir vielleicht einfach öfter mal hin und wieder reparieren. Die greifen ja auch hier unsere Sachen an, also werden sie das wahrscheinlich auch mit so einem kleinen Portal tun, was einfach irgendwo rumsteht. Haben wir noch irgendwo einen Dungeon hier oben? Wir waren auch länger nicht mehr hier oben. Dann rennen wir mal schnell hin. Schaut euch den Ausdauerbalken an. Plus dazu noch Eiktür, was fast keine Ausdauer benötigt. Wir können hier echt gefühlt 2 Minuten durchsprinten. Das ist mega. Und das wird noch viel besser werden mit den noch besseren Mischungen. Nahrungsmitteln, die wir uns alle noch früher oder später zurechtbasteln. Ist halt auch nicht verkehrt, dass wir jetzt immer mal hier ein bisschen wieder in den dunklen Wald laufen werden. Das werde ich in Zukunft öfter machen, weil wir halt doch in letzter Zeit relativ viel Mangel hatten an Himbeeren, Blaubeeren, Pilzen und sowas. Gerade jetzt, wenn wir anfangen, uns bessere Lebensmittel zu basteln, und uns irgendwelche Metmischungen brauen, brauchen wir halt viel davon. Und das kriegt man halt nicht einfach so, sondern man muss halt ein bisschen rumlaufen und erkunden. Es ist eigentlich auch ein bisschen traurig. Wir haben schon so lange den Steinmetz und ich habe noch so absolut gar nichts aus Stein gebaut. Aber das kommt definitiv bald noch. Denn ich möchte unsere 2. Basis, wie ja schon in den letzten Folgen erwähnt, unbedingt noch ein bisschen erweitern und vor allem ein schönes großes Häuschen hinbauen, was so das Hauptquartier wird, damit wir diese Werft, die da vorne steht, halt nicht mehr als Wohnraum nutzen müssen, sondern dass das wirklich auch eine Werft ist. Müssen wir mal schauen, ob wir da ein paar schöne Deko-Elemente hinmachen können. Letztens in dem Video gesehen, das fand ich ganz cool, einfach so ein Schiff so an die Decke gehangen, an Balken. Ist natürlich ziemlich cool, würde sehr gut zum Gebäude passen. Ich denke mal, das werde ich auch ähnlich so machen. So, hier muss er sein. Oh, hier gibt es noch ein paar Blaubeeren. Und Karottensamen. Ich habe mir hier markiert. Ich denke mal, das ist der Eingang hier. Hey, Skelett. Nur 1? Ist wahrscheinlich nicht so ein großer Dungeon. Mal gucken. Ja, wenn wir das dann haben, würde ich sagen, fangen wir auch definitiv mal wieder an, in die Sümpfe zu gehen.
Man kommt halt in den Sümpfen echt schwer voran, man muss halt überall ein bisschen strategischer rangehen, es dauert alles etwas länger. Generell liegen 1 Million Baumstümpfe irgendwie im Weg rum. Ist zwar cool, weil wir halt Eisen kriegen und ich möchte halt wirklich unbedingt... Was ist denn das? Ranzige Überreste. Ist das ein Giftskelett oder was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Er hält auch ein bisschen mehr aus. Ich hoffe mal, ja, vergiftet sind wir nicht, nee. Ich glaube, hier wird ein Spawner sein. So viel, wie hier gerade los ist. Alter Schwede, vielleicht haben wir ja irgendwas Cooles. Hier hinten ist der Spawner. Machen kaputt, machen kaputt. Shit, wir haben kaum noch Ausdauer. Jetzt haben wir ihn kaputt. Da hinten ist der Suttlingkern, den wir brauchen. Okay, also es gibt anscheinend auch noch andere Skelette. Ich denke mal fast, dass der vergiften wird, aber uns einfach nicht gut erwischt hat dafür. Bernsteinperle. Und wieder ein paar Münzen und Federn. Was passiert denn, wenn ich jetzt die 7 auswähle? Münzen auf was anwenden? Nö. Wollte bloß mal gucken, ob er die dann in die Hand nimmt, bisschen Kopf oder Zahl spielt, hätte ja alles sein können. So, nimm's mit. Hier ist nichts weiter. Aber so für einen Sotlingkern war das hier... Oh, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Gucken, was hier hinten noch kommt. Das ist ja ein Riesendungeon. Au, au, au. Wo denn? Dort. Man sieht die aber auch so schlecht. Ich sehe schon wieder irgendwas Lilanes da hinten. Ist das entweder schon wieder ein Spawner? Yep. Müssen wir alles vernichten. Wir haben uns ja einen Spawner gesaved. Im einen Dungeon, da wissen wir ja, wo er ist. Habe ich auch auf der Karte markiert. Warte, wie riesig ist denn das Ding? Also können wir die ja im Prinzip alle beiseite lassen, falls wir halt irgendwann mal den Spawner brauchen, um Sachen zu farmen. Aber ich finde, Knochenfragmente haben wir mehr als genug. Und so viele Einsatzgebiete gibt es aktuell dafür noch gar nicht. Also ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Jawohl. 1, 2, 3. Noch ein paar Münzen. Und unser Inventar ist schon wieder komplett voll. Aber wir haben schon wieder 4 Kerne zusammen und der Dungeon scheint bestimmt auch noch mehr davon rauszuwerfen. Hier ist noch eine Tür. Es geht noch weiter runter. Hier geht es leider nicht weiter. Hier drüben waren wir ja. Ne, hier waren wir noch nicht. Ah, ist ja doch gar nicht so groß. Waren halt viele Türen, aber überall nur ein kleiner Gang dahinter. Diese Schilder können wir nicht abbauen, ne? Schade. Als Deko-Element hätte ich die gern mitgenommen. Man kann sich das zwar auch selber mit so einem Objektständer und einem Schild dann basteln, aber kostenlos wäre natürlich noch schöner. Gut, also hier ist erstmal nichts weiter, soweit ich das zumindest sehen kann. Die Truhe haben wir geöffnet. Irgendwo sind Gegner. Klang zumindest gerade stark danach. Als ob hier was dahinter wäre. Aber hier ist nichts. Hier waren wir auch schon drin. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann können wir noch hier lang gehen. Noch eine Truhe. In der Richtung kommt nichts. Nochmal 2 Türen, okay. Oh, oh, unser Inventar. Sobald hier irgendwas kommt, was wir noch nicht haben, haben wir ein Problem. Ach, das war ja easy. Was liegt denn hier Schönes? Münzen. Perlen. Noch mehr Perlen. Und noch mehr Münzen. Und ein Kern. Naja, wenigstens was. Also rein an wertvollen Sachen haben wir hier unten halt echt immer viel. Wenn wir das alles verkaufen, ich will nicht wissen, wie viel 1000 Münzen wir am Ende vielleicht rauskriegen aus der Geschichte. Ah, ein Geist. Bin ich kurz erschrocken, haben wir auch lange nicht gesehen, aber ich sehe schon wieder die ersten Sotlingkerne da hinten. Funkeln. Hui. Also der Dungeon hat sich mal definitiv gelohnt.
8 Kerne. Und dann sind wir aber, glaube ich, durch. Ich ging hier vorne noch geradeaus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon mal gerade reingelaufen sind. Nee, noch nicht. Können wir hier nochmal eben schauen. Wieder ein Spawner. Wahnsinn. 3 Spawner in einem Dungeon und noch mehr Kerne da hinten. Also haben wir 11 Kerne aus einem Dungeon rausgekriegt. Wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Und damit sollten wir durch sein. Reicht ja aber auch. Cool, cool. Schön, dass wir hierher gelaufen sind. Hat sich mal auf jeden Fall gelohnt. Wir haben generell jetzt letzte Folge und diese Folge... Ui. Kommst du denn her? Wir haben auf jeden Fall letzte und diese Folge halt echt gut was gesammelt, ne? Also generell an wertvollen Sachen, die aktuell aber noch nicht wirklich Wert für mich haben, weil wir es nicht benutzen können. Aber an Himbeeren, an Blaubeeren, an Kernen. Mal 11 Stück, geil. Cool, cool, dann können wir uns den hier wieder wegmachen. Jetzt ist halt die Überlegung. Basteln wir uns den vielleicht gleich mal hierher? Also das Portal. Dann haben wir hier zumindest dieses Stück dunkle Wald und sind auch relativ nah an zu Hause dran. Und dann haben wir zumindest hier das obere Stück. Ich glaube, hier wird es auch noch nach hinten weitergehen. Dann haben wir hier doch eine gute Grundlage, um ein bisschen zu erkunden. Wir bräuchten erstmal eine Werkbank. Damit wir auch bauen können. Wenn wir das hier oben drauf bauen, fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir uns das hier so hinbasteln. Oder eventuell... Na, was macht er denn? Na ja, wir basteln uns hier mal hier hin. Und nicht das Portal. Hier daneben. Ah, hängt ein bisschen in der Luft. Wir können auch nicht schnell durch. Na, es geht. Ist okay. Und wir haben das, wie haben wir es genannt? Dunkelwald. Verbinde dich. Perfekt. Dann können wir jetzt nämlich erstmal das Skelett erlegen. Nächstes auch schon auf dem Weg. Wir nutzen die Deckung des Baumes und kommen im Überraschungsmoment. Werden trotzdem getroffen. Können wir jetzt nämlich ganz schnell immer zur Basis reisen. Das ist cool. Dann machen wir jetzt nämlich erstmal ein bisschen unsere Truhe, unser Inventar leer. In die Truhen. Ich werde das Portal trotzdem nochmal umbauen. Weil mich das gerade schon wieder genervt hat, dass wir da so reinspringen müssen. Und das hat mich auch schon mal einen Tod gekostet. Weil ich da oben nicht in das Portal reingekommen bin, als der Angriff war. So. Warum haben wir denn hier auf einmal wieder Platz? Haben wir denn jetzt gebraucht? Ein bisschen Holz haben wir verbraucht, aber ich dachte eigentlich, wir sind voll. Naja. Dann machen wir fix unser Inventar leer. Und zwar haben wir bei Sonstiges... wir haben gar keine Augen gesammelt, ne? Hier hatten wir auch noch 2. Die vor uns, das waren die vorne übrig geblieben sind, ne? Da hatten wir die noch im Inventar. Ne, wir waren nicht nochmal hier, glaube ich. Naja. Aber trotzdem haben wir... Nee, das waren... Bin ich jetzt verwirrt? Wir haben doch 11 gesammelt. Ich dachte gerade, hier waren schon 2 drin, aber jetzt haben wir wieder 11. Ich muss mir das in der Aufnahme nochmal angucken. Entschuldigung, ich bin ein bisschen kränklich. Da darf man auch mal etwas verpeilt sein. So, Samen haben wir hier oben. Dann können wir hier die ganzen Pilze noch mit reinwerfen. Das müssten wir auch alles mal in die andere Basis mit rübernehmen. Ja, effektiv haben wir dort den Fermentierer stehen. Den muss ich mir jetzt auch noch nicht unbedingt hier in die Basis bauen, weil so oft brauchen wir ihn nicht. Und kostet halt auch wieder ordentlich Materialien. So, wertvolles. Zack. Zack. Bernstein könnten wir... Ich glaube, wir werfen Bernstein nochmal bei wertvolles mit rein. Was soll das bei Stein? Weil effektiv ist es ja bloß wertvoll. Wir können damit nichts bauen, wir können es nur verkaufen. So, die Federn noch, die Blaubeeren können wir auch noch fix mit hier bei den Früchten reinwerfen. Ein bisschen Holz einstecken zu haben, ist nie verkehrt. Und dann haut das doch schon wieder hin. Wird es jetzt dunkel? Ja, es wird dunkel. Wir reparieren nochmal kurz unsere ganzen Sachen. Wir haben hier ordentlich Kohle.
was ich zwar eigentlich hier reinwerfen wollte, aber wir packen hier erstmal nur 15 rein. Damit wir 10 Stück noch hier drüben reinballern können. Da passen zwar mehr rein, aber erstmal so als kleine Grundlage. Und hier ist noch eins drin. Können wir nochmal fix schauen, ob wir noch irgendwas an Erzen haben, was wir mit reinwerfen. Und dann legen wir uns ins Bettchen. Haben wir nicht. Ansonsten sieht es auch gut aus. Ja, dann haben wir uns ins Bettchen. Und fangen der nächste Folge gut ausgeruht. Oh, ich glaube, jetzt wird's hell, oder? Können wir noch schlafen gehen? Schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Wir schaffen es noch. Geht nämlich auch nicht zu jeder Tageszeit. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen machen wir dann weiter. Gehen nochmal ein bisschen den anderen Dungeon da hinten besuchen und den dunklen Wald erkunden. Und dann werden wir auch demnächst mal wieder in die Sümpfe gehen. Bis dahin. Macht's gut.